Willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm. Hier geht's richtig ab beim Duellberg, denn diese Ebenen haben es wirklich in sich. Ja, eine Trainerin, die jetzt irgendwie Raikou, Suicune, Entei, da haben die gewisse Teams, die aufeinander aufbauen und alles mögliche, richtig heftig. Bin gespannt, was die nächsten vier Ebenen, die wir in diesem Part machen werden, für uns zu bieten haben. Schauen wir mal. Unser Kandidat ist endlich dort angekommen, wo ich schon lange warte. Was wird unser Kandidat wohl gegen meine unerschrockenen Pokémon tun? Unerschrockene Pokémon? Haben die Konzentrator verhindert zurückschrecken oder was? Nö. Linias, der muss weg. Aber ganz dringend. Und ich kann nicht mal die Erdbeben-Strategie jetzt verwenden. Weil beide Flugtyp sind. Bad, Leute. Bad. Richtig bad. Ah, Mann. Ist natürlich blöd, weil Linias da überlebt. Oh mein Gott. Alles One-Hit, Mann. Wenn ihn das. Und süßen Trick war ein Scheiß oder was? Und das geht daneben! Ich. Alles auf Ninjas. Ja, leck mich. Ja, der One-Hit ist jetzt wirklich alles. Das ist kein Witz. Der One-Hit ist jetzt alles. Das reicht wenigstens. Fällt's gerade hier nicht rein, finde ich das, oder? Das war sehr effektiv, wenn's trifft. Ich glaube nicht, dass es reicht. Hallo? Ich will leben hier. Sicherlich nicht in einer Welt, wo Felsgrab One-Hittet. Felsgrab trifft sowieso nicht, von daher. Und es wäre auf Niltank gegangen. Können wir bitte Ninjas besiegen? Oh! Das mache ich auch mal mit Ninjas. Das ist eine legitime Strategie. Oh mein Gott, der Kursaring wird jetzt richtig abgeben. Alles auf Kursaring. Der hat jetzt nicht die Werte von Ninjas. Den Schwertanz-Booster und den Temposchub-Kram. Oh mein Gott. Psycho Plus. Oh, der kommt hier zu werden. Oh. Oh mein Gott. Und Felsgrab ist einfach der schlechteste Move im gesamten Spiel, mein Gott. Ne? Body Slam, One Hit. Nee. Weil er auf Stollers gegangen ist, der Idiot. Natürlich paralysiert man mein Glück. Die Strategie kenne ich noch nicht mit Psycho Plus. Das ist ja richtig geil. Dann merken wir mal. Durchbruch, na? Schau, das besiegt. Geil. Cool. Ist ja eh useless jetzt mit Paralyse. Dann nehmen wir jetzt Robin. Der verknackt ein bisschen was. Ja, einer muss weg, Ursaring. Wenn jetzt einer wirklich besiegt wird. Hä, Spukball ist aber speziell. Der macht keinen Schaden. Hä, warum macht das so viel Schaden? Spukball ist doch speziell. Hä? Egal, Ursaring ist besiegt. In der dritten Gen vielleicht noch nicht. Vielleicht war es da noch physisch. Das ergibt aber keinen Sinn, Mann. So ein Projektil. Und Ninjas kommt wieder, dieser Motherfucker. Er muss jetzt echt besiegt werden. Komm, Eisstrahl hier, sehr effektiv. Komm, weg damit. Ja, nicht, dass es normal passiert hier. Staffette, Psycho Plus. Los, bitte. Krasses Team, gute Kombo. Wo
muss ich ja zugeben. Drei Pokémon noch. Das war's mit Lydia. Nett. Sehr, sehr nett. Ich glaube, jetzt könnte auch One-Hit werden. Eisstrahl, sehr viel. Hält auch ein bisschen was aus. Normalerweise sollte ich Miltank fokussieren, weil der echt gerade abgeht wie ein Zäpfchen. Aber ja, ich weiß nicht, wenn Miltank nur allein da steht, dann haben wir auch gute Karten. Besiegen wir folglich Amaldo. Wobei ich eigentlich nichts hier erreichen kann gegen Amaldo, oder? Aber auch, ich mach trotzdem Donnerblitz, falls es nicht reicht. Aquavelle nicht so stark ist, ja, er hat den Fakt. Besiegt! Robby soll es ganz knapp überleben, eigentlich. Jetzt bin ich sicher. Sich sein eigenes Pokémon fast geil. Ja, nicht nur knapp, locker überlebt er das. Das ist halt Robby. Und das war's mit Amaldo. Und das blöde Miltank irgendwie wegkriegen. Das Drecksviech. Hält halt viel aus, ne? Slam, na, wer ist besiegt? Geil. One Hit. Komm, Anziehung. Hilf mir. Gott. Ja, ich muss die Doppelleber auspacken, ey. Verliebt uns! Fuck. One Hit. Nee, doch nicht. Wow. Was? Na! Ich hasse es! Pokémon ist ein Glücksspiel, mehr nicht. Kann man so viel Pech haben? Und wie ist es mittags broken? Doppelleber. Hilft dir alles nichts. Soll er den Flamara-Zug nicht opfern, weil Flamara wahrscheinlich überleben wird. So ein 10er-Zug, der bringt nichts mehr. Doppelleber, 3 Stück haben wir. Lugia hält am meisten aus. Ich sah voll Liebe, jetzt habe ich mal Glück. Aber ich muss immer vom Schlimmsten ausziehen. Von daher war es schon die richtige Entscheidung. Feuersturm, dann war es das. Ah, geil, Erdbeben, beide besiegt. Das ist kein Spaß. Das ist ein bisschen overpowered, ey, dieses Militär. Reicht nicht. Nee. Und wenn der Psychop jetzt trifft, war es das. Und er trifft. Das stärkste Miltank, was es jemals gegeben hat. Ich bitte euch. Und darum habe ich die Doppelleber die ganze Zeit gespart. Oh mein Gott. Puh.
10-Minuten-Kampf, geil. Welch fantastischer Kampf. Den Kandidaten stellen sich nunmehr nur 4 Trainer in den Weg. Ivy2N. Und Electric kann erlöst werden. Cool. Problem an meinem Team ist, sie sind alle zu langsam. Und Stolos und Flamar schielen sehr oft. Ich werde zeigen, wie mutig und energisch ich kämpfen kann. Flavia, mal gucken, was die hat. Gefällt mir jetzt schon nicht wegen X-Bart. Auf Hariyama. Sariyama. Felskörper auf X-Bart. Eros. Erste X-Bart-Regel. X-Bart fängt immer an. Get out! Get out! Nichts, was hier passiert ist. Das Team scheint nicht so gut durchdacht zu sein, wie das eben, glaube ich. Oder Hariyama hätte auch Erdbeben gemacht oder so. Er auch nicht so der Burner gewesen. Das Netz war knackt, Lugia hätte gar keinen Schaden genommen. Naja, machen wir mal. Wenn man jetzt nicht One-Hit mit Psycho. Das ist Spezialangriff jetzt zu kacke geworden. Aber ist egal, dann konzentriere ich mich mit Psycho auf X-Bart. Ah, damit stolz auf irgendwas anderes. Erdbeben. Ach, geht daneben. Ach, das war scheiße. Natürlich habe ich wieder Pech. Ich hasse Pokémon manchmal. Oder wenn er nur Eroas macht, das ist ja nix. Ah, der Machomai wird mich jetzt wahrscheinlich besiegen. Na, wobei. Ah, doch, vierfach Schwäche Kampf, ne? Ah, wahrscheinlich wird er mich besiegen. Ja, Kreuzzügel reicht auf jeden Fall. Da hilft auch ein Verteidigung. Ja, und dann noch Volltreffer. Hilft auch ein Verteidigungswert von fast 300, nichts mehr. Na, die Erdbebenstrategie hat sowieso nicht funktioniert, wenn er immer X-Bart rumgeistert. Dann machen wir das anders. Ja, komm, Flamari, muss mal aufholen hier, Level. Das ist halt schlecht. Flamari ist bei weitem das schlechteste Bogen, muss ja. Komm, jetzt besiegt man ja X-Bart. Bitte. Tu mir einen Gefallen. Danke. Das wird auf jeden Fall reichen. Schwalbe ist auch mal kein Star wegen Notsituation. Na gut, dafür haben wir ja Ampharos, theoretisch. Machen wir mal, ist das besiegt. Sehr gut. Kreuzhieb. Na, wer geht jetzt down? Komm auf Lugia, bitte. Flammar, One-Hit. Nee, doch nicht. Kreuzhieb ist halt mega stark, deswegen dachte ich, dass es ein One-Hit ist. Risikoträger brauchen wir, finde ich. Spukball reicht. Schade. Naja, reicht ja nicht. Immer Volltreffer. Wie kann man nur so viel Lack haben wie die Bots? Na, wie gesagt, Ampharos, los geht's. Schwalbos, will ich 1A. Spuckball. Pff, ausgespuckt und in your face. Der nächste bitte, letztes Pokémon. Scaraborn. Kann ich Psycho Blei nicht mehr verwenden, zu oft verwende. Ja, geht nicht mehr. Risikotackle muss ich machen. Und aber jetzt Schwalbos. Sade macht einen Scheiß. Solange du keinen speziellen Zustand hast, bringt das nichts. Ha! Paralyse bist du auch noch. Fängt Schwalbos nie mehr an. Ach, Schwalbos wird sowieso nichts mehr machen können, weil den Donnerblitz reichen wird. Oder auch nicht. Nee, es gibt keinen Donnerblitz. Das war's.
Ampharos ist weg. Super. Toll. Wunderbar. Ah nee, wow, er überlebt. What? Das Erdbeben von Skavon überlebt? Na gut, es ist halt nicht Stab, ne? Es ist kein Boden-Pokémon, es ist halt Käferkampf. Gut. Sehr, sehr gut. Da Skavon nochmal Erdbeben haben wird, muss ich einfach was austauschen, weil er eh nicht mehr zum Zug kommen wird. Versuch's mal dennoch nochmal mit dem Psychoschub. Wenn dann Robby nehmen. Das Erdbeben wahrscheinlich richtig easy wegstecken wird. Na gucken, wie viel das jetzt macht an Schaden. Schon ein bisschen mehr als Risiko-Tackle, aber nur ein ganz kleines bisschen mehr. Erdbeben, ja. War die richtige Entscheidung, was ich gemacht habe. 55 Schaden und Überrest wird ja auch wieder was auffüllen. Bringt gar nichts gegen Robby. Kannst vergessen. Von daher haben wir es nach Hause gebracht. Ja, die war deutlich schwächer als Feuerwehrtrainer. Flavia. Cooler Name, ey. Richtig schöner Name. Gefällt mir echt. Oh nein! Ein Niederlagen schmälert meine Energie keineswegs. Dann bringst du dich nicht zu weinen. Du will ich auch gar nicht. Ein weiterer toller Tag. Ein wundervoller Tag für einen Kampf. Show your moves. Timo. Formio und Hundemon, nicht gerade sehr scary. Pokémon nie finde ich nicht scary, nein, das finde ich nicht gar nicht. Eine deftige Hydro-Pumpe ins Face von Hundemon. Ein Erdbeben, was geht? Ah, fuck. Ja, passiert. Passiert, Leute. Sonntag. An Feuer, also ein Feuerteam wahrscheinlich mit Sonnenenergiekrams. Jetzt hast du auch Schwäche Wasser, mein Freund. Und Schwäche Boden müsste jetzt eigentlich auch da sein. Also Erdbeben, One Hit. Let's go. Hier leider Ausdauer. So, okay. Level 66, endlich. Er zieht nach. Englis. Ach. Na gut, Solarstrahl. Ja gut. Unlichtpflanze, da kann ich nicht viel gegen machen. Muss ich Risiko-Tackle machen. Ein Solarstrahl, er weiß, dass es sehr effektiv hier ist. Level 69. Gegenschlag, tja. Ich hab dich leider nicht angegriffen, ne? Wo willst du gegenschlagen? What? Warum macht das so viel Schaden? Ach, vierfach Schwäche, ja. Ist okay. Passt schon. Hat überlebt, Hundemon ist weg. Tangle ist ein bisschen Schaden. Was willst du mehr? Also Hundemon ist jetzt weg, ey. Wo bist du, Robby? Wir brauchen deinen Eisstrahl. Robby wäre jetzt echt gut mal auf dem Tangle-List. Ah, wobei, Solarstrahl, ne?
Das heißt, Tangle ist baden geht. Risiko-Tackle. Tschüss, Mann. Okay, mein Gott. Ein Erfahrungspunkt. Naja, aber er hat mehr Pokémon verloren als ich, von daher. Kampf soll man eigentlich in der Tasche haben. Ich war ärgerlich um die Erfahrungspunkte, die wir nicht bekommen. Pokémon glaube ich nicht. Ja, noch eins. Papunga, geil! Ich muss noch Flair reingeholt haben. Es gibt einen schönen Feuersturm, der noch geboostet wird vom Sonntag. Du hast ja dein eigenes Grab geschaufelt, du Idiot. Eisstoff, Beldra, Feuersturm, Papunga. Das war's mit Flamara. Oh Mann. Das macht so viel Spaß. So sehr, ich spiel manchmal. Ja, ich muss einen Beleber verwenden. Das bringt sonst nichts. Das bringt sonst nichts, Leute. Wobei ich Robby eigentlich nur auffahren muss. Ich bin uns jetzt hier in Top-Genese, aber 4 Stück von. Weil auch der Damage, den er erlitten hat, auch entscheidend sein kann. Das ist so dumm, ey. Hä? Nochmal auf. Was? Warum das denn? Der war auch schon am Pen. Das ergibt keinen Sinn. Was zum Geier, Mann? Na komm, manchmal aber One-Hit. Es wird auch One-Hit, kann ich euch garantieren. Sehr stark, Mann. Boah, ist nervig, ein Schlafbrüder-Gedöns. Jetzt gibt's wenigstens keinen Solarstrahl. Sobald Robby damit aufwacht, können wir den einen Eisstrahl geben und dann haben wir eh gewonnen. Keine Chance gegen Robby. Brauche ich doch keinen mehr beleben. Feuersturm? Oh, ist Sonntag. Okay, jetzt war's. Nee, was nicht? Wow, was erzählen die, du Monstrum? Das ist doch wohl Sonntag. Krass, cool. Heftig. Not bad. Eisstrahl. Und hier benutzen wir jetzt den Aufwecker. Wir haben bestimmt noch einen. Aufwecker. Tatsächlich einen einzigen. Als wenn es von vornherein so geplant wäre, dass ich den behalten habe. Tja. Was hier, die Beldra? Und gar nicht alles zu haben. Auf Wiedersehen. Aber hart, Astrainer Timo. Verlieren finde ich grauenhaft. Wer findet Verlieren denn toll? Sagt mir eine Person. Boah, du bist unglaublich, nur 2 Gegner. Nur noch ein Gegner in diesem Part auf jeden Fall. Die Lolli da. Okay. Nun, du bist fast am Ziel. Nur 2 Trainer sind jetzt noch übrig. Kämpfe eigentlich, sondern bereust du nichts. Lisa. Oh Mann. Die hat einfach die fucking Regis auf Level 70. Geil. Fun and Interactive. Risiko-Tackle. Bei WG1 hauptsächlich nur eine hohe Spezialverteidigung und Erdbeben natürlich. Aber was soll ich auf Regis Stil einprügeln? Weiß nicht effektiv.
Von daher musste ich das machen. Das war das einzig Sinnvolle. Würde ich ja nicht wissen. Naja, Erdbeben ist auch sehr effektiv auf Resistil zumindest. Hättest du nicht wenigstens die Hälfte abziehen können. Uff. Ist aber nicht stab, ich denke, Stoll hat's überlebt. Aber es ist relativ useless, was ich muss heilen. Das Wichtigste ist jetzt, Stolles am Leben zu halten, weil er echt mit Erdbeben alle Regis ficken kann. Jetzt macht er schon so viel Spaß. War nicht, der macht jetzt Explosion, der Regi-Eis. Bitte nicht. Wobei, Stolles wahrscheinlich die Explosion für überleben hier. Vielleicht liegen die ja sogar auch. Ja. Ich weiß nicht, warum man Regi Eisexplosion beibringt. Das war nur ein Spezialangriff. Du hast dir selber ins Knie geschossen, weil ich der Regi Eis niemals besiegt hätte ohne Flamara. Explosion ist nur geil, wenn man kurz vor Sterben ist. Oh, Lexo. Ja, auch Explosion. Brauche ich gar nicht überlegen. Explosion kommt jetzt. Das war's dann mit Lugia. Probier's trotzdem mal. Ne, Reflektor. Das Erdbeben natürlich jetzt sehr schwach. Was wir jetzt gleich machen werden. Aber ich glaube, Elektroball ist besiegt. Aber einen schönen Zielschub rausfloppt. Ist nur One-Hit wegen Volltreffer. Na, da gehen die Augen raus, Elektroball, ne? Das kommt bestimmt noch Regirock. Ne, 4 noch vor. Okay. Tiu. Ah, dafür haben wir Felsgrab oder Metallklau. Nur Metallklau, weil ich Metallmantel auch zum Tragen nehme. Oder ich mache einfach weiter mit Erdbeben. Das geht auch. Kraftkoloss. Oh, ist auch stark. Nur nicht auf Lugia. Vollidiot. Vierfach Resistenz. Angriff sinkt, Verteidigung sinkt. Ah, dann machen wir weiter mit Erdbeben. Mein Ziel sollte dann durch den Erdbeben down gehen. Oh, Risiko-Tackle auf 4 und Tor. Und Erdbeben. Hätte auch gut was aus. Ja, deswegen Reflektor, stimmt dabei was. Eisstrahl. Reicht nicht. 4 und Tor ist nicht so geil. Aber Registil müsste jetzt baden gehen. Registil kann auch nicht viel machen, ganz ehrlich, mit seinen Stahlmoves und Kampfmoves. Ja, Kampfmoves. Hätte Stolos angreifen müssen einfach. Wegen Lugia konnte er gar nichts machen. Sei froh, dass der Reflektor da ist hier in dem Tor. Der ist schon lange weg. Oh, sie hat wirklich noch Regirock. Saftige Hydro-Pumpe ab. Wohl klar, ne? Ja, deswegen Psycho. Erdbeben wird gar keinen Schaden machen auf Regirock. Ist ja sehr effektiv, aber Reflektor und der hohe Verteidigungswert von Regirock. Ja, fast nichts. Na, immerhin die Hälfte weg, ne? Von Regiro. Ah. Was war's mit Lugia? Hast guten Job gemacht. Guter Job. Nix an Schaden. Halt nur ein Viertel effektiv und dann der hohe Verteidigungswert. Klar, das ist null mehr. Dann nicht mal Stab. Schlurfleck-Explosion ist am heftigsten, weil die auch noch Step hat.
Und letzte Pokémon ist Ninja Turm. Geil. Wir haben den Ninja Turm Killer reingeschickt. Flamara. Jetzt nochmal Schutzschild machen. Oh mein Gott. Ich muss den beleben, weil ich nichts mehr gegen Ninja Turm habe. Flamara ist jetzt weg. Ich muss jetzt den beleben. Oh mein Gott. Come on. Nicht dein Ernst, ey. Das ist so geil, dass ich Stollers hier habe. Er holt sich die ganze Explosion, ne? Juckt ihn einfach nicht. Na, geht nicht. Ich hab nichts gegen Ninja Turm. Toll. Hä? Warum trifft das? Ach so. Wunderbar, klar. Doppelleber werde ich aber lieber nicht nehmen. Ich belebe mal Lugia, weil Lugia mehr aussetzt. Spukball von Lugia sollte ja auch reichen. Hypertränke, das ist ziemlich gut. Vielleicht kaufe ich auch noch welche ein. Nee, Quatsch. Damit komm mal hin. Wäre geil, wenn ich jetzt Hagelsturm so hätte mit Robby. Wäre auch instant weg, denke ich. Also, hat halt nur ein Leben, ein KP. Wird Lugia wahrscheinlich Spukball abbekommen. Ich hoffe nicht, dass es ein One-Hit ist. Das Schwert hat es wohl gecastet. Ich glaube, Spukball ist hier wirklich noch physisch. Mit dem Gen. Das ist extrem awkward. Ist. Nee. Ich outspeed ihn, aber... Bam! Get wrecked, Ninja Turm. Das Lustige ist, Ninja Turm war auch auf Ebene 99 im Pokémon Kolosseum. Das weiß ich noch. Früher Probleme als Skilly. Ich wusste, wie Ninja Turm funktioniert. Kapum! Nur noch ein Gegner, Leute. Das große Finale. Du bist fantastisch! Jetzt nur der Duellmeister zu besiegen. Was los? Worauf wartest du noch? Ja, und da fange ich mit Robby an, weil er, glaube ich, viele Drachenpokémon hatte. Na so. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde der Nacht, gebt einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video ja favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und das große Finale des Duellbergs machen. Bis dann und ciao.